Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gestrandet Rewind mit Gorobai. Und Anne. Hallo. Hallo. Grants ist jetzt erstmal wieder weg. Er ist jetzt auf dem Weihnachtsmarkt. Genau. Was ich jetzt mache, verrat's keinem. Ich habe ja gerade Weihnachtsplätzchen verziert und ich habe hier gerade noch die Zuckerschrifttube liegen. Ich mache mir davon jetzt einen Tropfen auf den Finger und schläg den ab. Ha! Zuckerschrift. Das wird deine Katze auch toll finden. Weiß ich nicht. Obwohl doch, die frisst was alles. Die eine zumindest. Ich freue mich ja. Silvester, Leute, soll ich ja zu Anne? Oh, das wird cool. Freue ich mich ja ganz doll drauf. Und dann bin ich auch. Ich habe das jetzt auch geklärt, als ich unten war bei meinen Eltern. Ich habe bekomme sogar ein Auto. Echt? Ja, das heißt, ich bleib dann noch. Bleib dann noch einen Tag länger. Das ist gut. So. Mein Plan war es ja, da unten, nimmt Nancy eigentlich alleine auf? Ich weiß es nicht. Mit uns aufnehmen. Es kommt mir jetzt ein bisschen zu protzig vor, wenn ich jetzt hier direkt so, ich bin quasi hier beim Spawn und da direkt ein Hausbau. Einen Weg wollte ich zum Spawn noch bauen, das mache ich auf jeden Fall auch. Ich weiß noch nicht, womit. Ich glaube, ich sollte erstmal, damit ich den Spawn überhaupt finde. Nancy hat eine Map drin, habe ich gesehen, ne? Mhm. Mal anhauen, ne? Geht aber nur, wenn du ohne Shader aufnimmst. Ich nehme ohne Shader auf. Hast du Shader drin? Nee. Aber sie hatte das halt ausprobiert und sie hat immer normalerweise mit Shader und da ging das nicht mit der Map. Wobei, mit Shader hätte ich auch mal Bock. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass mein PC, der ist glaube ich ein bisschen zu alt dazu. Dass ach, hier so oben wohnt Julia dann. Na gut. Wird ja wohl nichts dagegen haben, wenn ich hier unten in mein Haus baue. Das kann ich dir nicht sagen. Da werde ich nämlich meine Kuhweide jetzt machen. Frage ist nur, wie groß ich die mache. So. Den Weg mache ich dann vielleicht eher in die Richtung. Aber zum Spawn geht es ja in die Richtung. Da kannst du noch eine Brücke zum Spawn bauen, genauso wie bei Horizon, weißt du? Was war mit Horizon? Na, da kannst du noch eine Brücke bauen, quasi wie bei Horizon. Aber hast du ja auch eine geile Brücke gebaut. Ja, so eine ähnliche habe ich hier gebaut. Gerade. Also, na, nicht ganz so geil, aber. Ich bräuchte dringend Futter. Ich glaube, ich brauche ein paar Kartoffeln. Ja, wenn du hier in meiner Nähe gewesen wärst, ne? Kartoffeln. Zwei. Machen wir jetzt mal zwei gebackene Kartoffeln. Da ist noch ein Weizen gewachsen. So. Toll, jetzt habe ich hier das Feld kaputt gemacht. Brauche ich eine neue Ho! So. Ich habe gar keine Fragen gekriegt. Es gibt noch ganz viele Fragen. Und zwar. Okay, welchen Manga-Anime mögt ihr am meisten? Das ist auch was Ähnliches, hatten wir ja schon. Das kann ich auch schon mal abhaken. Mal kurz hier sortieren. In welchem Land habt ihr schon einmal Urlaub gemacht und wohin würdet ihr gerne noch gehen? Ich weiß, die Frage hatten wir schon mal. Nicht hier in dem Projekt, aber bei Wism, als Nefias und ich gebaut haben. Ich war schon in vielen Ländern. Ich war aber nicht außerhalb Europas. Damit beantworte ich quasi schon die Frage, wo ich gerne mal hin möchte. Und zwar außerhalb Europas wäre halt ganz geil. Okay. Ich war in Spanien, Norwegen, Schweden, Dänemark, war ich sonst irgendwo? Ich glaube, das war's. Die vier Länder. Deutschland dann halt, ne? Ich war auch schon außerhalb von Deutschland.
Ja, außerhalb von Deutschland war ich auch. Außerhalb von Europa, meine ich. Achso, wo warst du denn? Großbritannien. Nee, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Also meine Eltern wollten ja früher Missionare werden. Und da waren die dann auf so einer Sprachschule in Singapur. Da war ich auch. Dementsprechend. In Singapur? Singapur, genau. Und ansonsten war ich, glaube ich, aber auch noch nicht außerhalb von Europa. Muss ich gerade überlegen. Doch, in der Schweiz. Nee, das ist der Kontinent, bleibt ja derselbe. Ja, nee, klar. Nee, sonst war ich noch nicht. Ich war auch schon in ganz vielen Ländern. In Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Schottland. Also halt England, Schottland, Dänemark, Norwegen, Schweden. Finnland war ich noch nicht. Finnland war ich auch noch nicht. Kriegst du ja noch eine Ho. Dann überlegen, wo ich noch? Spontan? Nein. Naja, wo würde ich gerne noch hin? Also ich würde sehr, sehr gerne mal nach Japan. Ich würde auch gerne mal auf die Malediven. Ja, wo würde ich noch gerne? Ach, ich würde gerne so vieles noch. Ich würde gerne mal nach Kanada. Kanada ist bestimmt cool, ja. USA jetzt nicht unbedingt. Ich habe mir noch nie eine Workbench gebaut. Da kann man auch mal gesehen haben. Ach, du hast immer die von anderen benutzt. Das haben wir natürlich gerne, sowas. Ach, ich weiß jetzt nicht, wo ich weitermachen soll. Ich laufe hier nur so planlos rum. Ich will jetzt mal hier... Genau, ich wollte einen Weg markieren zum Spawn, aber ich habe kein Essen. Das ist das Problem. Wieso kann ich keine Zäune bauen? Nein. Wie baut man Zäune? Zäune baut man anders. Jetzt, und zwar... musst du... es ist ja vorher, weil 6 Sticks in der Reihe, ne? Einfach. Ja. Jetzt ist es so, du machst links 2 Planks, in der Mitte 2 Sticks und außen 2 Planks wieder. Wie schlecht ist das denn? Also umgekehrt wie ein Fence quasi. Ja, das ist ja total... Das ist ja total dumm. Wer hat sich das denn ausgedacht? Weiß ich nicht. Naja, gut, dann haben wir das ja auch geklärt jetzt. Wie man Zäune baut. Zum Spawn, oder? Hier auf jeden Fall mal diesmal. Ach du Scheiße, das ist ein Creeper. Ach ja, so, dann muss ich ja mehr Planks haben. Die Musik erinnert mich jetzt so ein bisschen an The Witcher. Oh, The Witcher, muss ich ja noch den zweiten Teil durchspielen, ne? Hast du noch nicht durchgespielt? Habe ich noch nicht durchgespielt, ne. Schäme dich! Ich schäme mich auch dafür. Schlingel! Sage nicht so etwas. Schlingel! Das stimmt mich traurig. Ja, traurig. Born ist doch, muss doch dann in diese Richtung sein, oder? Ach, da vorne! Ach, ich sehe es. I see! Oh, I see. Ein Ei essen? Macht mich das auch satt? Nein, Spinnen Ei kannst du nicht essen. Doch, aber doch, es hat mir einen Hunger-Dings. Bin ich jetzt, pornös? Le pornös? Oui, oui, le pornös? Genau. Wie viele Spinnen? Das ist voll der Spinnenwald. Komm her! Spinni, Spinni, Spinni. Rangeln, rangeln, rangeln. So. Das ist ein Gate. Hat Gay gesagt? Open the gates. Hier ist schon Spawn Zone. Warte. Da kann ich ja auch nicht weiter bauen dann. Mensch, guck mal. Hier geht schon die Spawn Area los. Da kann ich da den Weg gar nicht hinbauen. Müsste ich dich jetzt nicht sehen? Hallo, ach, dahin bist du. Dich. Hi. Mhm. Ah,
Wir können dann ja auch noch keine Schilder da dran bauen. Die könnten dann auch einfach die Spawn, das Spawn-Dings kleiner machen, oder? Das kann man doch einstellen. Bestimmt. Ich glaube, die kennen sich damit besser aus als wir. Ach, guck mal, kann man sogar jetzt. Ich wollte hier noch eins drauf machen. Oh, da ist ein Zombie aufs Feld gegangen. Was ist denn das jetzt? Ich hab's schon runter. Weit runtergeschoben ist das jetzt. Hast du noch eine Frage? Hier war doch irgendwo das Schaf, letzte Folge, da ist es. So. So, jetzt habe ich mal meinen Teil hier geleistet und die Fragen hier dran geklatscht. Kürzt das immer so ein bisschen ab hier, weil auf ein Schild passt ja nicht so viel drauf. Hauptsache man versteht's. Konnte man jetzt mit Bone Meal eigentlich Schafe färben? Entfärben, glaube ich. Nee, weiß färben konntest du auch. Okay. Habe ich das auch mal erledigt und jetzt weiß ich auch, wie ich zum Spawn komme, ohne mich zu verlaufen. Hattest du eine coole Frage aufgeschrieben oder was? Ja, ich habe ein paar von den Fragen aufgeschrieben. Ich habe noch eine Frage auch für unsere Folge, bevor die zu Ende ist. Und zwar, kennt ihr ein Spiel, von dem ihr sagen würdet, dass es perfekt ist? Im Sinne von Story, Gameplay, Grafik und so weiter. Hast du da was? Gute Frage. Also ich fand Dragon Age 1 fand ich relativ perfekt, aber auch wieder nicht ganz perfekt, weil ich da zum Beispiel die Menüführung ganz fürchterlich fand. Ich glaube, ein Spiel, von dem ich sagen würde, dass es perfekt ist, ist Drakensang 2, also mein erstes richtiges Let's Play, was ich gemacht habe. Weil da hat wirklich alles gestimmt. Okay. Sah schön aus, es hatte schöne Menüs, ja, das hatte einfach alles irgendwie, das war perfekt, das Spiel. War voll vertont, im Gegensatz zum ersten Teil. War schon geil. Ich glaube, ich kenne kein Spiel, was wirklich perfekt ist. Ja, es gibt auch kein perfektes Spiel, aber wenn ich jetzt eins sagen müsste, was mit am perfektesten war, dann würde ich dann das sagen. Okay. Ich würde lieber gar keins nennen, ich finde Minecraft schon relativ perfekt.
Ist halt, also sie haben es halt geschafft, mit minimalem Aufwand halt ein maximales Spiel zu kriegen. Und wenn man guckt, wie lange Minecraft jetzt überlebt hat, zeigt das, dass es auf jeden Fall richtig war, was sie getan haben. Ja, es ist halt, keine Ahnung, es ist wie Lego oder Playmobil, ne? Und wie Lego irgendwie. Ja. Aber, nee, sonst ein perfektes Spiel. Eigentlich, nee, eigentlich habe ich da auch keins, was ich jetzt nennen möchte. Dann nennen möchtest. Na gut. Ja, okay, Leute, das war's dann auch für die Folge von heute. Haben wir schon wieder ein paar Fragen beantwortet. Und ihr könnt natürlich jederzeit neue Fragen stellen mit dem Hashtag MCGRewind. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und das könnt ihr überall stellen und in Kommentaren auf Facebook, auf Twitter, das finden wir schon. Und alle Leute, die mitmachen, sind wie immer in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.